Etwas mehr als 3 Jahre ist es her, als wir das erste Mal über eine solche Bahn, die aus Basel hier angeschafft worden ist, berichtet haben. Heute ist nun der Tag des Jahres, nämlich heute geht diese Bahn das erste Mal in Betrieb. Wir sind natürlich mit dabei und werden dann mit Herrn Koch reden und ihn nochmal nach den Hintergründen fragen. Wir freuen uns auch ein bisschen mit, weil wir durften ja schließlich schon mal Probefahrt mit der Bahn machen, mit der Nummer 222. Gut, so, endlich haben wir es geschafft. Jetzt geht's auf die Linie. Hat lange gedauert, aber wir haben es hinbekommen. 1, 2, 3 und los. Schneiden. Herr Koch, wie fühlt man sich jetzt eigentlich, dass man es nur endlich geschafft hat? Ich habe ja gerade eben bei der Ansage gesagt, also vor 3 Jahren ist das erste Mal darüber berichtet worden, als die Bahn angeschafft worden ist. Richtig. Jetzt fühlt man sich richtig gut. Die erste Bahn läuft. Wir können die anderen nach demselben Zustand umbauen. Und das funktioniert jetzt und wir sind richtig stolz auch auf unsere Mitarbeiter, die das ermöglicht haben, dass sie jetzt in Linienbetrieb geht. Im März, als wir da gewesen sind, als die Bahn das erste Mal so weit war, dass sie rausfahren durfte, haben sie gesagt, wenn die erstmal zugelassen ist, gibt es dann sozusagen einen Halbjahrestakt für die nächsten 2 Bahnen, 3 Bahnen, 4 Bahnen, sind ja noch ein paar, die stehen. Das ist korrekt. Die nächste ist auch schon ziemlich weit im Umbau und soll dann zeitnah auch in Betrieb gehen. Bleibt es bei diesen halben Jahr Umbauzeiten? Ja, also das heißt, wir müssen schon darüber rechnen, dass es noch ungefähr 2,5 bis 3 Jahre dauert, bis alle fahren. Richtig. Das sind inzwischen alle Straßenbahnfahrer geschult auf den neuen Zug? Sind noch nicht alle Straßenbahnfahrer geschult. Wie viele sind es denn insgesamt? Es sind ca. 10 Fahrer jetzt, die erstmal das Fahrzeug fahren dürfen. Und fährt sie jetzt ausschließlich nur die Thüringer Waldbahnstrecke, also nach Bad Tabarz, oder kommt sie auch hier im Städtischen? Nein, die kann auch im Städtischen alle Linien fahren. Wird auch auf der 2 mal eingesetzt oder auf der Linie 1. Okay, dann werden wir uns an das neue Bild gewöhnen müssen und Ihren Kolleginnen und Kollegen und der Bahn allzeit gute Fahrt. Dankeschön. Herr Renau, Sie waren ja nun derjenige, der wohl die meisten Kilometer inzwischen mit der neuen Bahn abgespult hat. Dürfen Sie denn auch die Premierenfahrt jetzt machen? Die Premierenfahrt habe ich nur bis zum Bahnhof gemacht. Auf mich warten schon weitere Verpflichtungen. Der Kollege wird ab hier übernehmen. Was heißt weitere Verpflichtung? Testfahrt mit der nächsten Bahn oder was? Testfahrten mit der nächsten Bahn, nein, die 221 ist schon in Arbeit und da gibt es noch einige Themen, die wir bearbeiten müssen. Fällt es Ihnen denn jetzt leicht, Abschied zu nehmen? Das war ja schließlich mal eine ganze Zeit lang Ihre Bahn sozusagen. Es fällt mir leicht, weil ich habe eine Schwesterbahn. Nee, sogar noch 5, wenn ich richtig rechne. Ja? Genau, cool. Das dauert auch. Wir freuen uns, dass das jetzt hier weitergeht. Schönen Dank. Auch. Guten Tag noch. Danke. So, wir haben es ja von Klaus Renau gerade erfahren. Er durfte zwar die Testfahrten machen, aber die erste offizielle Fahrt jetzt in Richtung Bad Tabarz startet gleich mit Tim Maiwald. Hallo, Herr Maiwald. Hallo. Seit wann wissen Sie es, dass Sie fahren dürfen? Seit Montag, also seit gestern. Sind Sie schon mit der Bahn mehr Strecken gefahren oder ist das sozusagen die echte erste Fahrt jetzt? Die Einweisungsfahrt habe ich jetzt weg gehabt und jetzt ist die erste offizielle Fahrt. Was sind Sie vorher alles gefahren? Alle Fahrzeuge der TWSB, außer die 56. Okay. Was wir Renner auch gefragt haben, war natürlich, also was ist an dieser Bahn nun ganz anders? Wie fährt sie sich? Viel, viel angenehmer wie jede andere. Also sie fährt weich in die Herzstücken rein, in die Weichen. Also es ist ein ganzer Unterschied von den Wagen, den wir bis jetzt hatten. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß mit der neuen Bahn. Kommen Sie gut nach Bad Tabarz und auch wieder zurück. Dankeschön. Und allzeit gute Fahrt. Dankeschön. Bitte.